Chaga und Psoriasis. Wenn Sie mit der Welt der Superfoods und der alternativen Medizin vertraut sind, haben Sie vielleicht von einem kleinen Pilz namens Chaga gehört. Chaga wird an den nördlichsten Enden der Welt geerntet und von Generationen von Alaskanern und Sibiriern als Volksheilmittel verwendet. Unter anderem aufgrund seiner nachgewiesenen Eigenschaften gegen Krankheiten, Krebs und Alterung erobert er die Welt im Sturm. Wenn Sie wissen, dass Chaga positive Auswirkungen auf die Haut hat, fragen Sie sich vielleicht, kann er zur Behandlung von Psoriasis eingesetzt werden? Die Antwort ist ja. Psoriasis ist eine schmerzhafte und anhaltende Hauterkrankung. Durch den Verzehr von Chaga können Sie sie jedoch verringern oder sogar beseitigen, je nach Ihrem genetischen Aufbau, Ihrem Lebensstil und Ihren Konsumgewohnheiten. Erfahren Sie, wie Sie mit Chaga Schuppenflechte behandeln können. Chaga und Psoriasis. Psoriasis ist eine Autoimmunerkrankung, die sich in Form von trockenen, schuppigen, juckenden und roten Hautflecken auf dem gesamten Körper manifestiert. Sie wird ausgelöst, indem das Immunsystem durcheinander gerät und Hautzellen angreift und sie fälschlicherweise als fremde Krankheitserreger erkennt. Psoriasis ist nicht ansteckend und wird allgemein als genetisch bedingt angesehen, obwohl sich Psoriasis in Abhängigkeit von anderen Faktoren verschlimmern kann. Zum Beispiel können Alkohol- und Tabakkonsum, HIV, Lithium und mehr den Ausbruch von Psoriasis verschlimmern. Die häufigste Form der Psoriasis ist die Plaque Psoriasis, die sich in erhabenen Flecken roter Haut äußert, die von einer schuppigen, weißlichen Haut bedeckt sind, die dem Plaque ähnelt, daher der Name. Andere Formen der Psoriasis sind die Psoriasis pustularis, die sich als eiter gefüllte Furunkel und die inverse Psoriasis, die sich als glatte, rote Hautflecken um die Leistengegend und die Genitalien manifestiert. Unbehandelte Psoriasis kann auch zu zusätzlichen medizinischen Komplikationen wie Psoriasis-Arthritis führen. Psoriasis ist nicht nur hässlich und kann andere Menschen möglicherweise abschrecken, sie ist auch schmerzhaft, da die betroffenen Hautstellen ständig jucken und sich entzünden. Das Kratzen an einem betroffenen Hautfleck verschlimmert in der Regel die Psoriasis und führt zu einem Infektionsrisiko. Daher werden moderne Medikamente zur Bekämpfung der Psoriasis-Symptome eingesetzt. Einige Psoriasis-Behandlungen sind jedoch wahrscheinlich schlimmer als die Krankheit selbst. Beispielsweise werden topische Kortikosteroide üblicherweise als Mittel zur Behandlung von Psoriasis eingesetzt. Die Verwendung von Kortikosteroiden hat jedoch bei vielen Anwendern langfristige negative Auswirkungen, wie zum Beispiel der Verlust des Sehvermögens. Insbesondere Prednison wurde aufgrund des gesteigerten Appetits mit Diabetes, Gedächtnisverlust, mentaler Psychose und Gewichtszunahme in Verbindung gebracht. Kortikosteroide wurden auch mit Schlafstörungen und Schlaflosigkeit in Verbindung gebracht, da sie die körpereigene Cortisolproduktion stören. Psoriasis-Betroffene, die Kortikosteroide einnehmen, erleiden häufig schwere Psoriasis-Attacken, nachdem sie die Einnahme dieser Steroide eingestellt haben. Dies liegt daran, dass Kortikosteroide die Durchblutung der Haut einschränken und Schuppenflechte beseitigen. Wenn die Kortikosteroide abgesetzt werden, erweitern sich diese Blutgefäße um das Dreifache ihrer normalen Größe. Kortikosteroide bewirken auch, dass die Haut austrocknet und abfällt, da die Cortisolproduktion unterbrochen wird, die für die Aufrechterhaltung der Hautfeuchtigkeit verantwortlich ist. Schließlich führt der Entzug von Kortikosteroiden häufig zu Ödemen in Armen und Beinen. Es wurde gezeigt, dass Chaga bei der Behandlung von Schuppenflechte wirksam ist. Mehrere russische Studien haben gezeigt, dass Psoriasis-Patienten, die Chaga konsumieren, eine vollständige Beseitigung ihrer Symptome ohne zusätzliche Behandlung erlebten. Zusätzliche Studien haben gezeigt, dass gewöhnlicher, regelmäßiger Chaga-Konsum die Manifestation von Psoriasis verhindern kann. Der Grund, warum Chaga bei der Bekämpfung von Psoriasis so wirksam ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Der Hauptvorteil von Chaga für Psoriasis-Betroffene liegt in seinen immunstärkenden Eigenschaften. Chaga wirkt als Adaptogen, eine Substanz, die in der Lage ist, das Immunsystem auszugleichen und zu stärken und weiße Blutkörperchen und dergleichen dorthin zu lenken, wo sie am meisten gebraucht werden.
Angesichts der Tatsache, dass viele Psoriasis-Patienten auch unter einer schlechten Gesundheit des Immunsystems leiden, ist dies ein großer Segen für sie, der ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten erhöhen wird. Ein weiterer Aspekt der Wirksamkeit von Chaga bei der Bekämpfung von Psoriasis ist der Gehalt an Antioxidantien. Chaga ist eines der am meisten an Antioxidantien reichen Lebensmittel der Welt. Antioxidantien helfen bei der Bekämpfung von Zellschäden, indem sie freie Radikale, sogenannte freischwebende Partikel, eliminieren, die mit Zellen kollidieren. Dies ist die Quelle für die Anti-Aging-Wirkung von Chaga, aber er hilft auch Psoriasis-Patienten, indem er verhindert, dass freie Radikale den Ausbruch verschlimmern und ihre Haut schneller heilen und einen jugendlichen Glanz bewahren kann. Chagas Fähigkeit zur Verbesserung der Verdauungsgesundheit ist auch für Menschen mit Psoriasis von Nutzen. Dies liegt daran, dass Psoriasis mit der Gesundheit des Darmtrakts zusammenhängt. Es wurde gezeigt, dass Chaga bei der Bekämpfung von Verdauungsstörungen wie Morbus Crohn, Reizdarmsyndrom und Colitis ulcerosa wirksam ist und die Wahrscheinlichkeit eines Psoriasis-Ausbruchs verringert. Eine weitere positive Wirkung von Chaga für Psoriasis-Betroffene sind seine antibakteriellen Eigenschaften. Psoriasis wurde mit schädlichen bakteriellen Infektionen im Magen-Darm-Trakt in Verbindung gebracht. Chaga ist reich an Inotodiol, Betulinsäure und Beta-Glucanen, die alle die Prävalenz schädlicher Bakterien im Körper verringern und einen Vektor eliminieren, durch den Psoriasis-Ausbrüche auftreten können. Eine andere Verwendung von Chaga sind seine entzündungshemmenden Eigenschaften. Psoriasis ist grundsätzlich ein entzündliches Problem, da das Hautgewebe geschwollen ist, weil das Immunsystem es fälschlicherweise als Bedrohung identifiziert. Chaga wirkt entzündungshemmend, indem er das Immunsystem ausbalanciert, die Psoriasis verringert und in vielen Fällen verhindert, dass sie überhaupt erst auftritt. Außerdem wurde gezeigt, dass Chaga die Gesundheit der Leber verbessert. Toxine in der Leber wurden mit Schuppenflechte in Verbindung gebracht und Chaga ist reich an Botulin, eine Verbindung, die die Leber entgiftet und vor Kontamination schützt. Fazit: Psoriasis ist eine schmerzhafte und lebenslange Erkrankung, die noch nicht geheilt werden kann. Ständige Schuppenflechteausbrüche können zu ständigem Juckreiz, bleibenden Hautschäden und sozialer Verlegenheit führen. Unbehandelt kann sich Psoriasis auch zu weitaus ernsteren Gesundheitsproblemen entwickeln. Die allgemein anerkannten medizinischen Behandlungen für Psoriasis, wie topische Kortikosteroide, können ihren Körper jedoch auf irreversible Weise schädigen. Glücklicherweise gibt es gesündere und nachhaltigere Behandlungsmethoden für ihre Psoriasis. Chaga ist eine dieser Methoden. Indem Sie Chaga-Tee oder Chaga in irgendeiner anderen Form konsumieren, können Sie Psoriasis-Ausbrüche reduzieren oder ausmerzen und ein glückliches, produktives Leben führen. Dass der Erfolg variieren kann, zeigen sowohl die medizinische Wissenschaft als auch die Anekdote, dass Chaga in der Lage ist, Psoriasis in die Ecke zu drängen und Ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern. Wenn Sie es satt haben, Psoriasis-Behandlungen auszuprobieren, die schlimmer sind als die Krankheit selbst, versuchen Sie es mit Chaga und sehen Sie,